Was man sich natürlich jetzt fragen könnte, ist, das ist ja ganz gut und schön mit diesen Polarkoordinaten, aber wie ist denn das im Raum? Da komme ich ja nicht damit aus, dass ich eine Entfernung und einen Winkel habe. Wie könnte man denn im Raum alternative Koordinatensysteme haben, die nicht so funktionieren wie die kartesischen, dass man immer rechtwinklig aufeinander stehende Achsen hat? Und wenn Sie ein bisschen drüber nachdenken, kennen Sie sowas eigentlich schon? Okay, also zunächst mal ist es so, es gibt mehrere Möglichkeiten. Man muss sich dann immer vom jeweiligen Anwendungsfall her überlegen, was man braucht. Diese Polarkoordinaten lassen sich nicht so ohne weiteres in höhere Dimensionen übertragen. Eine Möglichkeit, die man häufiger mal nutzt, ist die, dass man sagt, ich fange erstmal wieder mit einer Ebene an, zum Beispiel die XY-Ebene, und in dieser Ebene nehme ich Polarkoordinaten. Das heißt, hier nehme ich also einen Punkt, der jetzt in der XY-Ebene liegt, und den kann ich ja beschreiben durch den Winkel Alpha und durch seine Entfernung vom Nullpunkt. So, und jetzt will ich aber ja eigentlich einen Punkt haben, der irgendwo hier im Raum liegt. Das heißt, ich stelle mir jetzt wieder vor, dass das eigentlich nur die Projektion von diesem Punkt war. Und dann gucke ich mir stattdessen das hier an. Das heißt, ich nehme gar nicht das hier unten als R, sondern ich nehme das hier oben als R. Jetzt ist nur die Frage, wie messe ich die Winkel? Und hier würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich kann ja zwei Winkel messen. Ich messe einmal den Winkel von der X-Achse weg und dann messe ich nochmal den Winkel von hier weg. Den da. Dann brauche ich, das passt dann wieder. Ich brauche ja im Raum normalerweise auch drei Komponenten, x, y und z. Hier bräuchte ich auch drei Angaben. Ich bräuchte zwei Winkel und eine Entfernung. Das heißt, ich sage meinem Raumfahrer, du bleibst erstmal schön in der XY-Ebene und fliegst im Winkel Alpha weg, aber du ziehst gleichzeitig dein Flugzeug nochmal um Beta-Grad nach oben. Und dann fliegst du R-Lichtjahre lang und dann landen wir bei dem Punkt da oben. Ja, also ich hatte bei diesem Ding vorhin gesagt, das sollte Ihnen eigentlich bekannt vorkommen. Erinnert Sie das an irgendwas, wenn man eine Position so misst, dass man zwei Winkel angibt? Vergessen Sie vielleicht erstmal die Entfernung, aber Sie haben eine Position im Raum, die durch zwei Winkel bestimmt wird. Haben Sie sowas noch nie gesehen? Genau, das ist im Prinzip nichts weiter als Längen- und Breitengrade. Stellen Sie sich eine Kugel vor, wo alle Punkte den gleichen Abstand r vom Nullpunkt haben, das könnte zum Beispiel unser Globus sein, und dann geben Sie zwei Winkel an. Der eine gibt an, das wäre der Winkel Alpha, das, was man den Breitengrad nennt, und das andere ist dann der Längengrad. Ja? Die werden ja auch in Grad gemessen, weil es Winkel sind, die damit gemeint sind. Also darum nennt man das, was wir hier sehen, auch Kugelkoordinaten. Wir brauchen normalerweise, wenn wir eine Position auf der Erde angeben, den dritten Wert R nicht, weil wir uns zufällig alle immer ungefähr gleich weit vom Erdmittelpunkt entfernt aufhalten. Aber wenn Sie es ganz genau nehmen und Sie wollen eine Position im Raum beschreiben, müssen Sie natürlich R auch noch angeben, weil zum Beispiel, wenn Sie sich irgendwo in einem Hochhaus befinden, dann haben Sie natürlich einen anderen Abstand vom Erdmittelpunkt, als wenn Sie sich im Erdgeschoss befinden. Oder nehmen Sie irgendeinen Satelliten, der sich um die Erde dreht. Also eigentlich brauchen Sie zur Angabe im Raum drei Koordinaten, die beiden Winkel und den Abstand. Und was ich eben hier schon eingezeichnet hatte, ist, wir könnten diesen Winkel Beta da unten auch weglassen und könnten es so machen, wie ich es zuerst gezeichnet hatte, indem wir das hier messen, nennen wir es zum Beispiel Z. Das ist ja einfach die Z-Koordinate, die Höhe. Wenn Sie das so messen, dann haben Sie auch wieder drei Angaben. Jetzt haben Sie aber einen Winkel und zwei Längenangaben. Das können Sie auch machen. Dann kommen Sie zu sogenannten Zylinderkoordinaten. Welche Koordinaten für Ihre Anwendung jeweils gerade die besten sind, hängt wirklich davon ab, was Sie eigentlich machen wollen. Ich will jetzt auch auf diese dreidimensionalen Koordinaten nicht weiter eingehen. Wenn Sie sie mal brauchen, ist es wahrscheinlich das Beste, Sie gucken einfach auf Wikipedia oder irgendwo nach,
wie man da jeweils umrechnen kann. Da gibt es dann auch Umrechnungsformeln, die natürlich auch irgendwie mit Sinus und Cosinus und so funktionieren, die ein bisschen komplizierter sind, aber im Prinzip muss man auch eigentlich nur irgendwas einsetzen und kann dann zwischen den verschiedenen Koordinatensystemen hin und her rechnen. Ich habe vorhin gesagt, das mit der Verallgemeinerung ist nicht so ganz klar. Also es ist eigentlich schon klar, aber es ist vielleicht dann nicht mehr so ganz anschaulich. Man kann jetzt man kann sich überlegen, wie komme ich eigentlich von den Polarkoordinaten in der Ebene zu den Kugelkoordinaten. Wenn man sich das ganz genau anschaut, dann sieht man, dass dieser neue Winkel, den man hinzubekommt, auf eine bestimmte Art und Weise dazukommt. Und das kann man jetzt verallgemeinern. Und man kann sich überlegen, was Kugelkoordinaten in Häkchen zum Beispiel im vierdimensionalen Raum bedeuten würden. Dann hätte man eine Angabe mit drei Winkeln und einer Entfernung, die man dann wieder nicht zeichnen kann, aber man kann sie ausrechnen. Es gibt auch dafür Anwendungen, aber das würde jetzt schon das übersteigen, was wir hier eigentlich machen wollen. Mir reicht es eigentlich im Prinzip, wenn Sie überhaupt wissen, dass man so eine Messung auch, also so eine Ortsbestimmung mit Winkeln auch im Raum machen kann. Und wenn Sie sich vergegenwärtigen, dass Sie das eigentlich kennen von Längen- und Breitengraden, wenn Sie es wirklich mal brauchen, schauen Sie nach bei Kugelkoordinaten oder Zylinderkoordinaten.